Ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day. New Super Mario Bros. 3-3-1 Piranha Dschungel von Craft King. 3 Star Coins, 6,60% ist die Abschlussrate. 7 erfolgreich von 106 Versuchen gab es. 27 Leute haben es gespielt, 4 Herzen hat es bekommen. Das Ganze in New Super Mario Bros. U-Style, klassisch, themabezogen. Ja. Viel Spaß bei diesem Video. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Komme ich aus der Röhre da raus? Das war knapp. Und jetzt gibt's hier eine Feuerblume. Schade. Ich hätte jetzt gesagt, komm, hier gibt's eine Feuerblume, dann ist das Ding eh gegessen. Da brauche ich doch jetzt sowas wie eine Feuerblume. Ja, sag ich doch. Ah! Hier gibt's dann Leben, ne? Aber spätestens jetzt ist es doch... Mario-Logik, unter Wasser, Feuer, ne? Beabsichtige ich nicht, was in den Blöcken ist. Weil ich weiß ja nicht, ob da vielleicht dann doch eine Feuerblume drin ist, die mir dann den Hintern retten würde. Aber ich kann auch hier in keine Röhre rein. Ich wäre ganz lieber... Roleplay ist der... ja. Ah, ich wollte sagen, in irgendeine muss doch reingehen. Und ja, jetzt... Es ist die offensichtliche, die blaue. Ist der Schalter anders? Was ist denn jetzt anders? Ich komme doch da jetzt trotzdem nicht lang. Hä? Da drunter gar nicht lang. Mysteriös. Okay, nehmen wir erstmal so hin. Find das noch heraus. Warum sollte ich denn da reingehen? Ist hier doch zwei. Ist hier vielleicht mehrere Wege? Hat jedenfalls so einen Anschein. Und du kannst nicht töte alle. Komm, das wissen kaum welche. Knallen hier einfach alles ab. Ganz Leben. Ha. Ich
komm raus. Okay. Der Feuerblume kann ich die Abschussrate gar nicht verstehen. Ist eigentlich viel geschenkt. Also wenn man es langsam und sachte angeht. Wenn man natürlich jetzt durchrusht, dann... Ich möchte wissen, ist da was in der Röhre drin? Warum? Hier sind so schöne viele Versteckmöglichkeiten. Nicht so hoch. Ja, die Münzen lohnen sich jetzt nicht. Das hier ist auch wieder schön fies. Also ohne Feuerblume, glaube ich, echt wäre das hier Horror. Mit Feuerblume ist das doch hier echt geschenkt. Hat mir eigentlich gefallen, muss ich auch sagen. Hat mir sehr gut gefallen, auch so vom Aufbau her. Aber jetzt möchte ich gerne noch wissen, wie, wo, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Deswegen, let's go into the details. So, und da sind wir schon im Detail angekommen und scheinbar habe ich hier echt einiges übersehen. Also, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Zoom. Irgendwie kommt man in diese Röhre. Wie? Weiß ich nicht. Da wissen wir, wie wir rankommen. Dann geht es hier rum. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier waren wir in die A-Röhre und hier geht es in die B-Röhre. Von. Genau, hier ist die A-Röhre. Hier kommen wir in die B-Röhre. Ach, und hier geht es dann in die C-Röhre. Achso, das wäre nur ein Bonus gewesen. Okay. Hier ist eine J-Röhre, wo wir aber nicht reinkommen. Ist eine G- und eine H-Röhre, wo wir nicht reinkommen. Und hier ist dann die D-Röhre, wo wir da rauskommen. Wie kommt man denn da hin? Er hat das vergessen, miteinander zu verbinden, glaube ich. Weil hier ist kein Weg, hier ist kein Weg und hier ist kein Weg. Er hat das vergessen zu verbinden. Ich glaube, das sollte eigentlich mehr werden und das hat er dann vergessen. A, G. Dann hier zu F. Und dann zu E. Ich glaube, das wäre von E. Dann macht man hier den Schalter. Kommt dann hier zu F. Geht dann hier lang. Dann zu G, G zu H. Von H geht es dann da lang zu J. Und dann wäre man hier.
Aber K hat gar keinen Sinn. Craft King, das würde mich mal interessieren, ob du da mehr geplant hattest, weil ich glaube irgendwie, das hast du scheinbar vergessen. Weil du sagst, 3 Star Coins und eine ist hier. Eine ist hier. Eine ist da. Da ist die dritte. Da ist die vierte. Da ist die fünfte. Klär es am besten mal auf. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Sage bis zum nächsten Mal. Und ja, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.